Für mich war es ganz logisch, dass ich das mache. In der Bergführerausbildung bin ich ja nicht die einzige Frau. Und das ist ziemlich cool. Die Frauenquote, die liegt so bei 1%. Also ich habe auch aus dem Freundeskreis so ein paar Leute, die sagen, hey, dein Ernst jetzt? Das ist ein Männerberuf und da haben Frauen nichts zu suchen und die können das sowieso nicht. Natürlich ist es so, dass Männer oft stärker sind und mehr Kraft haben, aber vielleicht kommt es im Frühen auch noch ein bisschen auf andere Sachen drauf an.